Ein herzliches Quacken willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Ja, wie ihr seht oder eventuell an den Waffen erkennt, ich bin hier full equipped. Ein bisschen Munition haben wir auch. Liegt daran, wir sind auf einem Battlefield-Server. Ich weiß, teils von euch wollten nicht unbedingt auf so einen Battlefield-Server sagen, ja hier, reines Ballerspiel, gibt's genug von. Ist fast nicht für ausgelegt. Stimme ich zu. Allerdings, rein das Bauen ist nicht so ganz interessant zu spielen und zu gucken. Und von daher will ich einfach hier mir so ein bisschen was aufbauen, aber halt auf einem Battlefield-Server, dass hier die Action natürlich auch vorhanden ist. Und ja, wie ihr seht, habe ich hier angefangen, wie so ein kleines Hütchen zu bauen, habe so ein bisschen Holz gefarmt. Hier muss noch eine Wand rein, hier noch ein Ceiling und dann gehen wir Treppe hoch, nächste Etage. Und vor allem brauche ich hier eine Tür. Ich habe jetzt hier sonst noch nichts drin, ne? Aber sobald hier jemand eine Tür und hier die Wand reinsetzt, da können wir selbst nicht rein. Das wäre ja... Wäre nicht so cool. Fände ich scheiße. So, laufen wir gerade mal hier lang und gucken mal, dass hier keiner ist, ne? Muss immer vorsichtig sein. Da hinten war Holz, glaube ich. Da ist der Baum im Weg. Ich sehe es nicht. Nö. Da hinten war kein Holz. Ja, kein Problem. Wir laufen hier einfach mal weiter. Laufen hier so zwischen den Felsen rum und hoffen mal, dass wir hier vorne im Wald ein bisschen was an Holz farmen können. Können, jawohl. Ja, diese Woche, das ist die letzte Woche, in der ich YouTube-Videos mache. Nein, Spaß. Hab ja erst angefangen. Wäre ja Käse. Was erzählt er da für ein Quatsch? nein, ich meine, diese Woche ist die letzte, in der nur zwei unterschiedliche Spiele laufen. Denn ab nächster Woche werden täglich zwei Videos erscheinen. Insgesamt werden es vier unterschiedliche Spiele sein. Sprich, jeden zweiten Tag Space Engineers und Rust, das bleibt so, wie es aktuell ist. Nur kommt dann jeden Tag noch ein weiteres Spiel dazu. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, habe die Spiele schon mal angetestet und habe da richtig Bock drauf. Und hoffe, euch gefällt es auch. Und ja, da bin ich wirklich, wie gesagt, total voller Vorfreude. Und ja, wann ist nächste Woche? So, hier haben wir noch ein bisschen Holz. Haben wir auch hier keinen Spieler? Oh, hier haben wir... Das ist ja sehr geil. Ich hoffe, das Haus hier ist leer. Zumindest in dem Moment. Ja, ein Projekt haben wir mit dem lieben Minjas zusammen. Bei dem zweiten, was nächste Woche noch starten wird, da bin ich mir absolut noch nicht schlüssig, was das denn wird und wie das denn aussehen wird. Ob alleine, ob mit anderen. Mal schauen. Auf jeden Fall haben wir das schon so ein bisschen angetestet und auch sogar schon im Vorfeld aufgenommen und vorproduziert. Und während ich hier rede, habe ich einfach mal mega die FPS-Einbrüche. Ja, jetzt geht's wieder. Sehr komisch. Mit einem Holzsplitter im Auge. ja, und es hat richtig Spaß gemacht und wir haben auf jeden Fall total Lust, da weiterzumachen und sind mal gespannt. Oh, 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 nein, Freund, geh mal, lass das mal bleiben, bitte. Und wo schießt er denn? Aus dem Haus? Von dem Dach? Das ist ja viel zu weit weg. Ich habe jetzt trotzdem ein bisschen Respekt. Ein bisschen Holz haben wir auch. Sollte lang um hier noch Ceiling, Treppe und oh, 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 das war näher. Das Überleben? Ich glaube kaum, er hat uns voll erwischt hier. Und da sind wir tot, da haben wir nicht getroffen, das war jetzt ein bisschen schlecht, ne? Ja, wie das immer so ist. Naja. Wir haben ja nur das Holz verloren, den Rest haben wir ja noch. Oh, und da ist schon ein Gegner. Da laden wir doch direkt mal nach und hauen den mal so eine Kugel in die Birne. Holo sei drauf und zack und... Ach. Ein Treffer. Dann müssen wir schon wieder nachladen. Das ist ja kacke jetzt hier.
Aber den holen wir uns. Den erwischen wir jetzt hier. Ich raste aus hier. Schön steht jetzt hier hinter einem Baum und denkt sich, ah, hi, ciao. Und schießt uns einfach über den Haufen. Nein, hier war er doch. Ich hab ihn doch gerade gesehen, du. Wo ist er? Da hat er sich hier verdünnisiert. Naja. Soll er mal machen. Hat er Glück gehabt. Lassen wir ihn laufen. So, auch mal die Aufsätze drauf. Das sollte hier drauf. Da ist er doch. Unser Freund. Und das war voll in die Rübe. Auf die 12. Da gucken wir doch mal, ob hier auf dem Server die Leute auch Rucksäcke fallen lassen, die wir dann einsammeln können. Wenn wir Glück haben, ich drücke uns mal die Daumen, da hat der vielleicht sogar ein bisschen Holz oder so dabei gehabt. Ein bisschen ist gut. Ja, das brauchen wir jetzt hier. Klamottentechnik brauchen wir. Technisch brauchen wir nichts. Ah, das ist ja auch drauf geschissen. Ja, so, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Zack, nehmen wir mit. Noch ein bisschen Holz. Hier, zack. Essen. Noch ein Medikit. Und noch mehr Moon. Das war jetzt auf jeden Fall schon mal sehr erfolgreich. Gucken wir mal, dass nicht hier noch einer kommt, zufällig. Oder dass noch einer kommt, den wir dann auch töten können. Ah, das freut mich, dass ich jetzt nach dem ersten verkackten hier wenigstens jetzt mal so 2-3 Schüsse ganz gut getroffen habe. Da ging ja kaum einer vorbei. Ich habe am Anfang ja dem Typ hier nur eine Chance gelassen. Wisst ihr. Ist ja hier Profi bei der Arbeit. Ja, hier wurde schon gelootet. Ja, looten brauchst du auch eigentlich gar nicht. Da haben wir doch einen Spieler und der hat gerade hier so durch die Gegend geleckt. Das mögen wir nicht so. Hier, zack, zack, zack. Mal ein bisschen hier rumschieben. Zack, tauschen. Und hier müssen wir alles nachladen. Falls wir in Close Combat geraten, sozusagen. Hier schießt aber auch jemand hier ganz schön wild durch die Gegend. Dem haben wir auf jeden Fall auch wieder einen Headshot gedrückt. Der sollte jetzt eigentlich verbluten. Wäre schon mal schwer dafür. Ob er uns den Gefallen tut, ich wag's zu bezweifeln. Wir rennen einfach mal hin und schauen mal. Was er so macht. Nimm hier direkt nochmal eine Shotgun mit. Einfach nur, weil wir was können. Ah, und da liegt doch eine Leiche. Das sieht doch gut aus. Da haben wir noch jemanden getötet. Und dann nehmen wir da mit. Okay, der hatte nur das Standardzeug dabei. Leider kein Holz, das wir verarbeiten könnten. Oh, oh, oh. Hier ist wieder... Ah, schade. Nur noch ein bisschen erwischt. Leider nicht für den Kill gelangt. Noch nicht. Der war hier hinten, ja. Ah, das ist mir zu riskant, wenn er jetzt hier zwischen den Bäumen rauskommt. Wir sind besser sichtbar als er. Bewegen wir uns einfach so ein bisschen. Ein bisschen zickzack, nicht gerade. Und ab hinter die Felsen. Ja, läuft doch ganz gut eigentlich. Würde ich so behaupten wollen. Ja, bis auf der eine tot, okay. Ich gebe es ja zu. Da haben wir echt überhaupt nichts getroffen. Aber war ja nur mit Absicht. Ich wusste ja, dass hier noch jemand war, der deutlich mehr Holz gefarmt hat als ich. Von dem her, alles gut. Alles tutti. Machen wir hier uns mal selbst das Leben schwer. Ja, hier ein kleiner Cut. Und zwar habe ich 2 Server angetestet, bevor ich jetzt hier den Rust-Server gewechselt habe.
und habe mich gerade vertan. Auf dem anderen hatte ich an einer anderen Stelle gebaut. Hier war es ja logischerweise hier an dem offenen Feld. Hab mich da ein bisschen verlaufen. Wollte ich euch ersparen. Und ja, jetzt viel Spaß und weiter geht's. Der ist zu weit weg, aber den behalten wir mal im Auge. Falls er hier zu uns rennen möchte. Wissen wir, wie wir den aufhalten? Hier ist noch jemand. Der ist ein bisschen schwieriger. Der schießt sogar direkt auf uns. Jetzt geht's los. Der kann sich aber warm anziehen. Ja, das ist ein bisschen schwierig, wenn man läuft, dann ist das hier ganz schön unruhig, das Wadenkreuz. Wie ich hier jetzt nicht getroffen habe, frage ich mich ehrlich gesagt. So, kurzen Prozess gemacht, Kollege. In die Birne, zack, guck mal, was du dabei hattest. Kein Holz, ja, uninteressant. Weiter geht's, bevor hier noch mehr Leute kommen. Tja, auf den Kopf lohnt sich. Ich meine, der hat uns auch hier zwei, dreimal getroffen. Wir ihn auch. Allerdings war da einer in den Kopf dabei. Und dann war es eigentlich schon GG, good game. Hast du schön versucht. Bringt aber nichts. So, gucken wir mal. Ich glaube, der kam von hier hinten. Nicht, dass er uns jetzt hier verfolgt und uns gleich hier, ne? Überrascht, wenn wir hier jetzt erstmal eine Holztür reinsetzen. Wodor. Ah, das dauert. Selbst mit Workbench. Ich meine, es geht. Workbench reduziert die Zeit schon erheblich. Also. Ist schon okay. Nur ist schade, dass wir hier keinen Instacraft-Server gefunden haben. Du, 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 du. So, Holztür. Hauen wir rein. Hauen wir rein. So. Jetzt müssen wir noch ein paar Blänkchen machen. Ah, lassen wir mal hier 110 übrig. Können wir noch einen Ofen machen, damit wir hier unser Eisen einschmelzen und irgendwann die Holztür durch eine Metal Door ersetzen. Ne, unser Metall einschmelzen, genau. Metallerz, um genau zu sein, ja. So, 60 Sekunden noch. Ja, dann hauen wir hier noch ein Ceiling rein. Treppe. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich hier jetzt eine Treppe reinhaue und das dann sozusagen offen lasse. Oder ob ich einfach hier komplett zuhau, weil man hier neben, das seht ihr nicht, das mache ich, wenn es hier gleich fertig gecraftet ist, über den Stein auch nochmal hier an das Gebäude rankommen könnte. Theoretisch könnte ich ja dann hier. Hab ich Steps gehört? Nein. Ich war gerade von der Musik. Ich zeig's euch einfach mal. Hier kommt man noch ran und wenn ich hier oben ein Doorway reinsetze mit einer Tür, müsste man ja einfach dann so in die zweite Etage kommen. Fände ich, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ist mal ein bisschen was anderes, außer jedes Mal standardmäßig hier First Floor, Treppe hoch, zweiter, dritter und so weiter und so fort. Kennen wir ja alles schon. Und die Gegner auch. Und dann bin ich hier unten noch erstmal so. Halbwegs sicher. Mein Holztür, ja klar, die hält es nicht so viel aus, aber. So, dann machen wir doch mal direkt hier noch eine Ball für hinten, dass hier keiner rein kann. Und dann zwei Ceilings. Dann werde ich hier noch eine Kiste hinstellen und da erstmal ein bisschen unser Zeug reinpacken. Ich meine, klar, kriegen wir sowieso wieder, wenn wir sterben. Aber sieht ja schön aus. Zumindest mal hier die Erze, die Spitzhacken und die Hatchet. Die Hatchets. Hatchet. Hatchete, tittetit. Nehmen wir beide auch einfach hier dann in eine Kiste rein. Oh, hier haben wir die schon fertig. Das ging ja flott. Zwei Ceilings. Dann die Kiste und ja, dann haben wir sogar noch ein paar Wood Planks über. Da können wir direkt noch hier die Pillars auf die zweite Ebene stellen. Obwohl, da warte ich glaube ich auch, bis ich genug habe, damit ich hier komplett auch Wände und Doorway und so weit wieder drumherum machen kann. Nicht, dass das von jemand anderem übernommen wird. Das Risiko und die Gefahr, die besteht ja immer.
letzten 70 Sekunden noch. Ja, aufnahmetechnisch sind wir jetzt auch schon so fast am Ende. Craft ist jetzt hier gerade noch fertig, die Minute haben wir noch. Und stellt hier alles drauf. Die Kiste, die kriegen wir vielleicht auch noch gerade so hin. Und ja, nächste Runde werden wir dann losziehen und mal ein paar Tiere töten, damit wir zumindest mal hier ein, zwei Sleeping Bags haben und vielleicht auch dann einfach mal so optisch ein Bett hinstellen. Noch ein paar mehr Kisten und dann natürlich hier unsere Base erweitern, ganz klar. Und vielleicht killen wir ja noch den einen oder anderen Gegner. Hat die Folge ja bis auf den ersten ganz gut geklappt. Leichter Schulterklopf. ja. Sortieren wir hier noch ein bisschen. Ordnung muss sein. Ich meine, es gibt auch Leute, die ohne Ordnung spielen. Ich weiß, kenne jetzt, glaube ich, gar keinen. aber ja, ich habe das alles mal ganz gern geordnet. So, die machen wir hier, zack, zack, zack. Hier, Knarre hoch. So ist das doch schön. Ordentlich. Sehr ordentlich. Auch hier sollte das hin. So, jetzt. Und hier noch wieder aufgefüllt. Haben wir noch was? Haben wir was vergessen? Hier, Hatchet können wir schon mal mitnehmen. Und da, ja klar, wir haben was vergessen. Die Ceilings sind fertig. Vor lauter, lauter, Quatsch, Quatsch. Haben wir es hier vergessen? Dann machen wir die Wood Storage Box. Large habe ich nicht. Nö. Müsste ich lernen. Genau, das könnten wir auch mal machen. Wenn wir jetzt hier so eine Hütte haben, dann haben wir auch ein bisschen Zeit zum Craften. Also ein bisschen geschützt von anderen Menschen. Vielleicht könnten wir auch in der nächsten Folge einfach ein paar rote Tiere töten. Ja, aber zuallererst mal Sleeping Bag. So, jetzt stellen wir noch die Kiste hin. Und während ich die Kiste befülle, stellen wir die eigentlich hin. Am besten hier neben einfach. Ja, hoffe ich, dass die Folge euch gefallen hat. Und würde mich natürlich, wenn dem so wäre, über einen Daumen hoch freuen. Und ja, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.